Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Stuben Basics. Heute wird es wieder ein klein wenig allgemeiner, denn unser heutiges Thema ist: Wie werde ich besser in Valorant? Das Ganze teilen wir auf in drei Themenblöcke. Einmal Aiming, Taktik und, Achtung, Gesundheit. Auch das ist sehr relevant. Wir beginnen mit dem Aiming. Das A und O in einem Shooter wie zum Beispiel Valorant ist natürlich das Aiming. Das gewinnt zwar nicht immer die Runden, aber doch sehr, sehr oft. Wie kann man sein Aiming also verbessern? Zum einen geht das mit Aim Labs oder mit anderen Aim-Trainern. Zum anderen kann man sein Aiming ganz einfach trainieren, indem man Deathmatch spielt. Hier ist mein ganz besonderer Tipp, dass man den Sound ausmacht oder gar mit Musik spielt, um die Reaktionszeit ein bisschen zu verbessern und nicht nur sich auf die Steps der Gegner verlässt. Alternativ kann man auch die Musik ausmachen und gerade das Steppen und die Sounds der Gegner trainieren. Beides eine Option, beides sollte man trainieren. Optional empfehle ich für ein intensives Headshot-Training ausschließlich Guardian oder Sheriff zu spielen. Zu guter Letzt bleibt uns noch die Shooting Range in Valorant. Hier kann man auch immer wieder mal zwischendurch ein paar Bots fraggen und das Ganze auch sehr gerne zum Warm-up nutzen. Ein weiteres wichtiges Thema ist eben auch Spray Control. Im Deathmatch üben wir auf Bursts und One-Taps, aber Sprayen eigentlich weniger. Und im eigentlichen Match wird sehr, sehr viel gesprayt. Wieso also keine Spray Control üben? Dafür gibt es zwei Optionen. Einmal der Special Fragstube Geheimtipp. Ihr geht also auf beispielsweise diese Map hier und macht euch drei Bereiche. Das ist der erste Bereich, der zweite Bereich ist etwa hier bei der Kiste und der dritte Bereich ist hinten an der Wand. Ihr geht also in Richtung Wand und versucht euer Magazin zu sprayen und das Ganze zu halten. Dann geht ihr einen Schritt weiter, nämlich in dem Fall die Kiste an unserem Beispiel, und versucht den Spray zu halten. Und so weiter und so fort. Seht ihr, da wird schon schwierig. Selbst ich habe da große Probleme und sollte hier auch nochmal Spray Control Training machen. Option Nummer 2 befindet sich auf der Shooting Range. Hier kann man ebenfalls Spray Control üben. Man kann die Entfernung einstellen. Und auch hier verschiedene Distanzen ausprobieren. Der Unterschied hier auf der Shooting Range im Vergleich zu auf der Map, die Spray Control üben, ist der, dass man hier verschiedene Entfernungen einstellen kann. Auf der Map hingegen hat man eben entsprechende Winkel und entsprechende Entfernung abhängig vom Aufbau der Map. Der zweite große Hauptblock unseres Wie werde ich besser in Valorant Videos ist der Taktikpunkt. Wie werde ich also besser? Wie lerne ich Taktiken? Lernen ist nichts anderes wie abgucken. Und apropos gucken, was kann man da machen? Pro-Plays gucken, Streams anschauen und sich dort eben gute Plays und Taktiken abschauen. Man sollte zuschauen und genau darauf achten, was für Plays man selber macht. Vielleicht sein eigenes Gameplay aufnehmen mit Programmen wie zum Beispiel OBS, das ist kostenfrei, und im Nachgang analysieren, wo habe ich Fehler gemacht, wie kann ich mich verbessern. Es empfiehlt sich generell immer mit Leuten zu spielen, die ein Ticken besser sind als man selber. Natürlich nicht Level über einem, sodass man nicht mehr mithalten kann, aber ein Ticken besser, dass man auch während des Spiels sich immer wieder Sachen abgucken und aneignen kann. Und wenn ihr schon einen Stream guckt, guckt am besten Fragstube. Meine persönliche Empfehlung, nur am Rande erwähnt. Eines sollte jedem bewusst sein: Man verliert nie, selbst wenn man das Match verloren hat. Denn solange man etwas aus dem Match ziehen kann und fürs nächste Match mitnehmen kann, sei es ein schönes Play eines Mates, ein Fehler, den man selber gemacht hat und beim nächsten Mal vermeiden wird, oder aber etwas abgucken kann, was man noch nicht gesehen hat, dann hat man schon gewonnen. Natürlich gilt es, diese Verbesserung beim nächsten eigenen Match anzuwenden. Und die Grundregel ist: Viel spielen hilft viel, aber man sollte sich nie overplayen, also nie zu viel spielen. Wenn man merkt, man ist kurz davor, sauer zu werden, wenn man merkt, man ist nicht mehr fokussiert, wenn man merkt, es geht nicht mehr, dann am besten eine Pause einlegen. Ein weiterer wichtiger taktischer Punkt sind Lineups. Diese kann man lernen mit Sova, mit Brimstone, mit Killjoy, mit KO, mit Viper, eigentlich fast mit allen Agenten. Diese werden sehr relevant, gerade im kompetitiven Gameplay, und können oft rundenentscheidend sein. Ein wichtiger Punkt, der das Taktische und das Aiming verbindet, ist die Confidence. Wenn man sich seiner Sache sicher ist, dann klappt's auch. Soll heißen, wenn man sicher ist, sein Lineup liegt, dann braucht man nicht nochmal repeaken und vielleicht eine kassieren. Wenn man sich sicher ist, den Fight, den ich gerade dabei bin zu nehmen, den gewinne ich, dann gewinnst du ihn auch. Das ist wie beim Fahrradfahren, wenn das erste Mal die Stützräder abgenommen werden.
Wenn du dir nicht sicher bist und langsam fährst und vorsichtig machst, kommt man ins Wanken und fällt um. Wenn man aber confident ist, in die Pedalen reintritt, dann klappt's. Und das bringt mich zu unserem letzten Punkt dieses Videos, nämlich der Gesundheit. Einer der wichtigsten Hauptpunkte überhaupt. Eine Confidence zählt immer auf einen starken Geist. Ein starker Geist zählt auf einen gesunden Körper. Und den kann man nur bekommen, wenn man zum einen ausreichend schläft. Für mich persönlich sind es 7,5 Stunden, aber da hat jeder seinen eigenen Sweet Spot. Sich gesund ernährt, einen guten Biorhythmus dadurch entwickelt und natürlich sich bewegt oder ausreichend bewegt und im besten Falle Sport macht. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, Like, Glocke, Follow, Abo und schaut auf Twitch vorbei. Bis dann. Brimstone out. Zu viel. Mein persönlicher Sweet Spot. Mein Fehler. Noch einmal. Infinite Am. Challenge. Wie kann ich die ändern? Okay, Chris, warte mal. Nochmal.